So, es ist jetzt 15.30 Uhr, 13.12.2014 und Kira, so wie es aussieht, legt jetzt los. Die ersten Wehen sind da. Clara ist natürlich schon mit reingesprungen, wie jedes Mal. Das war klar. So, es ist jetzt 16.20 Uhr. Hat sie gerade mal wieder erbrochen. Yvonne, holst du mir mal die Zitronentücher aus der Küche? Die sind an der Spüle liegen, welche. Dankeschön. Mal vom Wegkratzen. Die kannst du mir mal hier lassen, hier drauf. Kuch, oh Gott. Da liegt noch einer unter. Na, Harry. Papa, Harry. Ja, ist hübsch, ne? Einmal schnell auf die... Das ist Monchi. Hugo. Der will schon wieder raus. Hast du gerade wieder Ruhe? Jetzt ist es 16.30 Uhr.
Nehmen wir mal den Kleinen da weg. Ja. Den kann man zum Sorgen. Großer. Das brauchen wir noch. Das ist ja schon lange drin. Der Hinter irgendwo fest. Richtig mal ordentlich, ja, vielleicht mal auf die andere Seite. Das ist ein Rüde. Fehlalarm. Doch, hat sie ja. 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 Das ist ein großer. Hast du einen großen drauf? Und ich habe einen großen drauf, ja. Stimmt. Mal gucken, aber ich komme da auch nicht ran. Die ist zu schmal gebaut. Da steckt er drin.
um 10. Okay, und wenn du dich mal bewegst. Mhm. Mach erstmal Pause lieber. Mhm. Was ist das nicht? Da. Nee, ist mich. Nein. Tini weiß, was sie tut. Die schafft das. Ja, natürlich. Genau. Sie hat wen, aber der hängt hier oben fest. Ja, kräftig. Jetzt. Pass auf. Wir sind ein Stückchen weiter raus. Oh Gott, die hat Schmerzen. Ja. Der hing ganz, ganz lange drin in der Geburtskanal, aber ich glaube, der Hose rutscht er wieder zurück. Nee. Der ist mehr auf dem Tisch. Ist er schon mehr auf? Ja. Der Kleine ist super. Ja. Achso, er kommt mehr. Jetzt ist die Vorplatte. Mhm. Der rutscht wieder rein. Da hast du aber zu tun, meine Süße. Jetzt rutscht er ganz zurück. Die kriegst du auch nicht zu fassen hier. Das muss leider sein, Leute. Ein riesiger Kopf. Ja, ich habe ihn nur hinterm Kopf zu fassen. Jetzt muss ich doch mal mit drücken, jetzt schiebt sie. Na los, Kira, das schaffst du. Das ist ja ein Riesenteil, du hast recht gehabt, Timo. Ja, das war ihm schon gemerkt. Mal sehen, ob er das überlebt. Der lebt. Hm? Der war ein kleiner Mann. Keine halben Sachen hier. Versuche ihn mal ein bisschen zu drehen. Der Kopf ist draußen. Mal die Knie warten, dass sie wieder eine Wehe kriegt. Streichelst du ihr mal den Bauch, bitte? Atmen tut er ja noch. Ja. Der atmet noch. Der ich hatte ihn jetzt eben einfach schon mal aufgemacht. Der wird schon kräftig. Pass auf, das geht gleich weiter. Komm, meine Süße, komm. Weiter geht's. Komm, meine Süße, jetzt. Schon blau wird er schon. Mensch, Mili. Komm, den wollen wir doch noch haben. Komm. Ja. Komm, meine Süße. Geht nicht? Ruf den Tierarzt sofort. Der kann hier auch nichts machen, die ist ja mittendrin. Kann er nicht mehr zum. Nee, der soll hierher kommen. Das nützt nichts. Nee. Der hängt ja richtig fest. Und wir hier abwarten. Sogar draußen, Blau ist auch schon, der ist tot. Ja,
Raus aus dieser Scheiße. Ich binde ab. Nein. Ich muss erstmal. Schere. Ja, die ganze Zeit bewegen. Ist hier? Ja. So. Mit Fruchtwasser geschluckt. Ja, alles gut. Alles gut. Ja, hat ordentlich Fruchtwasser geschluckt. Ja, ein bisschen blau ist er, ne? Ja. Aber das habe ich alles schon mal gehabt. Das ist ein Mädchen. Ja, das ist ein Mädchen. Geboren. 19.20 Uhr. Schatz, 10 Sekunden. Heute ist ein Mausewald, habe ich noch nicht da. Ich habe noch kein Zuhause. Soll ich Apotheke fahren? Gucken. Das zweite Baby ist da. Um 19.20 Uhr geboren. Und es ist ein Mädchen. Da ist sie. Sie hat die Geburt, obwohl sie ein bisschen Probleme hatte beim Rauskommen, doch gut dann letztendlich überstanden. Ja, sie hatte immer noch ein bisschen, hat sie Fruchtwasser noch drin, ne? Ja, sich. Aber guck mal, die Nase ist schon. Ja. Das wird schon. Ich gehe jetzt mal zum Wiegen. Mit ihr. Oh ja, 170 Gramm. Wie viel andere hat? 130. 170 Gramm. Ja, schon nicht mehr ganz so extrem, der Schnapp, die Schnappart nur. Behalt sie noch ein bisschen, massieren noch. Ich schaff das alleine.
glaube auch. Von der Medizin. Wie spät haben wir das jetzt? 6:30. Also 18:30. Mhm. Na, jetzt geht's los. Fein. Also, rutscht da jetzt rein. Kommt er. Da. Sehr schön. Ja. Ist ein Rüde. Zeig das nochmal einmal. Die Auflösung von einem geht's gut. Das ist ein Rüde. Da sieht man es. Ja. Fein. Upsi, Leo. Heftig. Wäre schon Richtung Zitze jetzt. Robbt. Nimm ich dir einmal den Kleinen weg. Der wird jetzt gewogen. Du kannst aber Kira nochmal weiterwärmen. Hier hinten kommt schon der. Das ist der erste Welpe. Der wiegt 130 Gramm und das ist ein Rüde.
um 18.32 Uhr geboren. Zeig dich mal. Dritte, alles gut. Aber ich sehe nicht drauf. Ich schließe das mal wieder, fliegt das mal um. Da das ab und das da ran, das hat nicht nur noch 20%. Lieber Lars. Wo der Kopf zuerst. Sechs. Ist gut? Ja. Alles gut. Alles gut. Fein. Und wann muss man einreichen? Du kommst allein. So. Perfekt. Auch so ein größerer. Mal sehen, ob sie dir selber aufreißt. Hat sie es selbst nicht gemacht? Hm. Oh, warte. Ich hab's vorher alles gemacht. Welche Spät? Es ist jetzt 20.17 Uhr. Ja, ist alles weg. Hat sie schon selber alles, alles gemacht? Alles. Gut, Gottini? Ja. Und das ist ein Mädchen, glaube ich. Gucken wir gleich. Und 1,5 cm für den Bauchansatz, das abgeschnitten. Wird mal wach, Baby. Herzlich willkommen in der Erde. Oh, ein dunkles Baby. Ist das dunkel. Also, mal gucken, wie nachträglich die.
Ein Mädchen, ein Mädchen. Mal gucken. Oder ein hübscher Rüde. Was möchtest du denn? Ein Mädchen. Wir haben jetzt gesagt, erst ein Rüde, dann kam ein Mädchen und jetzt wollen wir mal wieder ein Mädchen sehen. Mal gucken. Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Da. Fein. Kannst du mir mal das Männchen zeigen? Ja. Beim Hund heißt es übrigens Rüde. Ja. Guck mal, der kleine Pupsi da. Die ist ja fast noch ein bisschen größer als die andere. Mhm, kräftig. Und zeig mal da den Schnitt. Sehr kräftig. Ist da schon? So, und das andere? Kräftige Nummer Mädchen zwei. Ist das? Ich muss dich enttäuschen. Das nächste wird auch noch ein Mädchen. Meinst du? Mhm. Das aber noch ein Mädchen. Oh, das ist doch toll. 2 und 2. Wäre toll. Hm. Meine Babys wieder. Na? Also die ist auch kräftig. Jetzt nicht erschrecken, falls die Kleine ein bisschen viel geschluckt hat. Ja. Um das Fruchtwasser so ein bisschen rauszuschleudern. Wenn sie geschluckt hat, sich verschluckt hat, das kann auch mal in die Lunge geraten. Ah, jetzt hat sie gerade den Mund auf. Ja, ja. Die ist auch noch. Hast du es gehört, ne? Mhm. Auch die andere hat es auch geschafft und. Ja, die spuckt gerade sowas, ne? Ja, sah sie auch. Meinst du, dass da noch eins drin ist, Kini? Ja, da läuft noch ein bisschen was raus. Aber bei meiner Geburt muss man doch dabei sein. Das kann man doch der Hund nicht alleine schaffen, oder? Kira hat nur auf mich heute gewartet. Sonst wäre es heute Mittag schon losgegangen. Ich war noch einkaufen und danach ging es los. Auch süß mit dem kleinen schwarzen Punkt. Bewegen Sie jetzt. So, wir haben. Ich muss erst mal gut stehen. Wie viel? 179. Die ist noch schwerer. Ja, Kira bringt immer das größere Babys. Der Schnee wieder zu Mama zurück. Kira, hier hast du. Ein Träumchen. Was habe ich jetzt gesagt? 179. Soll ich auf Pause machen? Um 19:43 Uhr. Schon. Clara ist schon mit dem Körbchen drin. Das war ja klar. Hast du doch eben gefragt. Ist Clara noch gar nicht im Körbchen? Sie ist schon drin.